So, mehr Rätsel kriegen wir erst, wenn wir mit dem Abenteuer durch sind, also machen wir damit auch erstmal weiter. Sind mit den Nebelleveln eh fast durch. So, was brauchen wir hier denn? Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen mehr Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Vor allem, weil ich meinen eigentlichen Lieblingspilz, also neben dem Unheilspilz, muss ich jetzt mal dazu sagen, neben dem Unheilspilz habe ich meinen Lieblingspilz nämlich noch nicht. Aber ich fange am besten mal wieder damit an, indem ich die Standardpflanzen mitnehme, die ich immer brauche. Da hat man auch mal wieder das Problem, die verbrauchen mir auch schon wieder die Hälfte der Plätze. Ich brauche was gegen Eimerzombies, ich brauche was gegen Buddelzombies, die Springteufel sind mir da fast egal. Ich könnte eventuell auch mal sagen, scheiße auf den Nebel und irgendwas anderes mitnehmen, was mir sonst noch hilft. Jalapenos helfen mir auch richtig gut gegen die Buddelzombies. Ich könnte einfach Kartoffelminen mitnehmen. Problem ist bloß, dass ich die da pflanzen muss, bevor dass die irgendwas machen. Oder ich nehme jetzt einfach mal Sternfrüchte mit und zeige, was die können. Will ja jede Pflanze hier mal irgendwie ein bisschen zeigen. Doomshroom noch. Und das Wehblatt. Die Sternfrucht hilft ja auch ein bisschen gegen die Buddelzombies. Und der Nebel ist sogar ein bisschen weiter vorne als sonst. Sternfrüchte alleine sind nicht sonderlich effektiv. Sie sind im Rudel extrem stark. Zwei Wellen. Lohnt sich wenigstens eine zweite Reihe Sonnenpilze anzupflanzen. Hab ich überall schon einen zweiten? Ja, dann kann ich jetzt mit der dritten anfangen. Seerosenblatt. Macht mal ein bisschen Licht hier. So. Ich glaube, ich spiele das Level hier einfach sehr stumpf mit Sternfrucht-Taktik. Die Sternfrucht eh schon fröhlich hier umherschießen. Allein ist sie halt nur wirklich noch nicht wirklich so effektiv.
langsam schon, wie gut sich die gegenseitig hier so langsam unterstützen, die Sternfrüchte. Das ist das, womit man mit der Sternfrucht Buddelzombies abwehren kann. Weil sie auch noch schön nach hinten schießen. So möchte ich mal wieder ein bisschen was sehen, was davon überhaupt noch steht. Kommt der Nebel schon wieder zurück. Letzte Welle, ne? Habe ich jetzt nur ein paar erwischt, aber egal. Der Rest geht eh vom Sternhagel drauf. Ach, der Kürbis kommt ja erst auch noch. Dann ist mein Lieblingspilz doch der letzte in der Reihe. Der Kürbis beschützt Pflanzen mit seiner Schale. Eine sehr brauchbare Pflanze. Und ach, ein weiterer meiner Hasszombies, der Pogo-Zombie. Weil der springt mir einfach mal konstant über alle Pflanzen drüber. Aber hey, keine Buddelzombies und ansonsten auch nichts Gefährliches. Das heißt, ich könnte direkt mit dem Gedanken spielen, hier einen Kürbis mitzunehmen. Oder vielleicht eine Hochwalnuss, um die Pogo-Zombies abzuwehren. Wäre gar nicht so blöd, weil meine Lieblingsabwehrpflanze gegen sämtliche nervigen Zombies habe ich ja leider noch nicht. Die kommt hier. Das ist die nächste, die ich kriege. Na dann, wieder mal Standard-Set mitnehmen. Frage ist, was nehme ich jetzt alles mit? Ich könnte jetzt theoretisch mit Pflanterne spielen und mit Hochwalnuss, das wäre gar nicht so blöd. Dann nehme ich noch einen Angsthasenpilz und einen Unheilspilz mit. Das sollte ausreichen, um die abzuwehren, was da jetzt kommt. Mal schauen, wie viele Wellen von denen kommen. Ist zum Glück schon das eins der letzten von diesen blöden Nebelleveln. Ich bin immer froh, wenn ich an denen vorbei bin.
Ach, wir haben nur eine Welle. Dann kann ich ja genauso gut hier spielen. Wenigstens sehe ich mal wieder ein bisschen was. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Schon nicht brauchen. Ja, jetzt ist es zu spät. Der hüpft mir jetzt schön drüber. Tut mir leid. Der musste jetzt mehr oder weniger unnötigerweise da drauf gehen. Sollte ich schauen, dass ich eine Hochwalnuss parat habe. Ansonsten wäre der Unheilspilz auch gleich wieder bereit. Das Fiese an dem Pogostadt-Zombies ist, dass man die nicht mal wirklich von weitem noch hört. Man hört sie zwar ein bisschen, aber... Na klar, dass der letzte Laterne kaputt beißt. Naja. Dafür kostet sie ja fast nichts. Du springst hier nicht drüber. Nicht während meiner Schicht. So, tschüss. Da ist er endlich, mein Lieblingspilz. Der Magnetpilz, der zieht alles von den Zombies weg, was irgendwie metallisch ist. Das trifft für sämtliche Helme von Eimer-Zombies sowie Football-Zombies zu. Das betrifft Leiter-Zombies, die wir noch nicht kennen. Der haut auch die Türen von den Fliegengitter-Zombies weg. Der nimmt von den Pogostab-Zombies die Pogostäbe weg. Von den Springteufel-Zombies nimmt er auch die Springteufel weg. Haben wir denn sonst noch irgendwelche Zombies, von denen er was wegnehmen könnte? Eimer-Zombie nimmt er weg, Fliegengitter-Zombie, Football-Zombie nimmt er. Springteufel-Zombie. Ach ja, und vom Buddel-Zombie nimmt er die Spitzhacke weg. Und wenn er merkt, dass seine Spitzhacke weg ist, dann geht er nach oben und geht normal nach vorne weiter. Genau. Ultimative Abwehrpflanze gegen alles, was irgendwie nervig ist. Dafür mag ich die. So, ach Moment. Gewohnheitshalber in der Reihenfolge. So, den nehme ich auf jeden Fall mit. Ich brauche ein Wehblatt für die Ballon-Zombies, die jetzt hier kommen. Nehme ich den noch mit. Und den Kürbis habe ich zwar jetzt noch nicht gezeigt, aber ich kann euch versprechen, den seht ihr früh genug. Was der dann kann. Ich hatte bisher noch nicht wirklich die Gelegenheit, es auszuprobieren. Wenn ich immer genötigt bin, bestimmte Pflanzen mitzunehmen. Und ich immer auch gern sowas wie einen Unheilspilz dabei habe für Notfälle. Zwei Wellen. Okay. Sollen sie kommen? Brains.
haben wir noch nichts. Schon überall zwei. Gerne mal ein bisschen was sehen. Okay. Hier werde ich meinen ersten Magnetpilz setzen. Ein Pogo-Stab-Zombie, der springt nicht mehr lange. Sein Pogo-Stab hält da auch nicht mehr so viel aus. Da ist mal wieder ein Ballon-Zombie unterwegs. Aber da warte ich noch ein bisschen. Nämlich darauf, dass der Nebel wiederkommt. Eimer-Zombie. Mal schauen, wie lange er seinen Eimer noch hat. Ich glaube, ich sollte direkt noch ein paar Magnetpilze hier pflanzen. Ein bisschen weiter vorne. Jetzt haben wir erstmal genug Magnetpilze. Der gute alte Doomshroom. Da
da kommt die Nachricht, die, auf die ich schon wieder gewartet habe, weil jetzt kommt wieder Level 4.10. Hallo, hier ist deine Mutti. Bitte komm rüber, es gibt Hackbraten. Lass die Haustür offen und den Rasen ungeschützt. Herzlichst, Mutti. Nicht die Zombies.